Herzlich willkommen zu einem neuen Video. An diesem Tag bin ich zusammen mit der Katrin und mit dem Toni nach Obersteinebach an die Wallachstube zum Sini gefahren. Die Anlage Obersteinebach besteht aus insgesamt drei Seen, einem großen Hauptsee, zwei kleineren Seen. Wir waren am großen Hauptsee und haben an den markierten Stellen geangelt. Katrin bekam auch schon direkt den ersten Biss auf Grund. Ich konnte zuvor leider außerhalb des Videos eine schon auf Grund fangen. Wie gesagt, wir hatten gerade aufgebaut, reingeworfen und die Bisse bekamen wir direkt innerhalb der ersten 3-4 Minuten. Die eingestellte Höhe aufgrund mit der Köderkombi Bienenmade Powerbait haben wir variiert zwischen 30, 50 und 70 cm über Grund. Toni bekam auf seiner Grundroute auch direkt Biss. Gleiche Höhe eingestellt, auch Powerbait mit Bienenmade. So kann es weitergehen. Hat er gesagt, ja? Ja, das ist klar. Okay. Das waren direkt drei Grundbisse innerhalb der ersten 5 Minuten. Genau. Schön. Läuft doch, ne? Nachdem Katrin neu angeködert hat, habe ich jetzt mal die Szene ungeschnitten laufen lassen. Vom Einwurf zum Biss, Anhieb und der Drill. Wie gesagt, wir haben immer noch keine 10 Minuten am Wasser verbracht bis dahin. Oh, ein guter Zerstörer. Wir konnten morgens beim Aufbau einen relativ großen Stör von 1,30 Meter, 40 direkt im Randbereich schwimmen sehen. Ist noch da, ne? Ja. Es war aber laut Katrin Gott sei Dank kein Stör, sondern eine Forelle, eine schöne Lachsforelle. Wir konnten zwar einige Forellen in der Mitte sehen, die ab und zu hochkamen oder auch im kleinen Schwarm unterwegs waren, aber die Bisse auf Grund bekamen wirklich höchstens 8 bis 10 Meter vom Ufer raus. Dass wir an diesem Tag alle drei die passive Route auf Grund gelegt haben, sollte sich als die richtige Wahl herausstellen. Okay, auf Grund.
Da geht's ja. Eine? Ja. Vielleicht könnte ich noch zurecht. Ja. Ja. Ja, gut. Ja, wo ist es denn? Ja, jetzt ist es wieder. Ach, gut, nicht gut. Runter. Auch runter? Ja. Ja, das läuft. Schöne Nacht. Schöne Nacht. Kleine. Oder eine gute Portion zu rein, wie man will, ne? Das ist schon nicht vorbei. Ja. Das ist Karamba haben. Ausgerechnet in diesem Tag habe ich meinen elektronischen Bissanzeiger zu Hause vergessen. Dann habe ich auch hier auf der Routenablage vorne bei der Grundroute nur die ganz normalen V-Routenauflagen. Auch ohne Bissanzeiger ging es, da ich ja den Freilauf so eingestellt habe, dass der Fisch ziehen konnte und dadurch hörte man auch, wie die Bremse gearbeitet hat. Wo es zum Spoon oder Gummiangeln kam ich noch gar nicht, weil sobald die Grundroute drin war, dauerte es nicht lange und die Fische zogen wieder ab. Ich auch? Ja, warte, ich komme. Frau Müller, haben Sie Stress? Ja, irgendwas. Wenn es läuft, dann läuft's. Bis aufs Spoon und bis auf der Grundroute. Es kann ja noch einen Stress ausarten. Nee, ich war so weit hier vorne. Keine Ahnung, mach die Bremse mal. Hier, drinnen, drinnen. Im Rutenhalter. Nur noch mal eine Forelle. Vorher habt ihr ja die letzte Kopfhörer, da drin, das wäre ein Panzer. Ja. Das ist krass. Ich muss das nicht gefahren, aber ich hab da ruhig kommen. Da hätten wir Strom jetzt, ne? Ja, Forelle, ja. Haus ist kaputt, dann kannst du weitermachen. Ja. Da hast du eine Farbe drauf. Ich kann schon müde machen. Das ist schon ein Lackvogel an mich. So, fangen wir mal in die Mocken zu.
Die Fische waren echt klasse. Die Lachsforellen hatten so zwischen einem Kilo und zweieinhalb, je nachdem, die größeren. Normalen Forellen 400 bis 500 Gramm. Ja, das ist schön. Ja, 2 Kilo. Kann man fast Forellen hier haben. Die springen tiefe. Ich bin auf Grund. Alter Schwede, was ist denn hier los, ey? Du bist doch zu nix. Wie viel Kilo haben wir mit? Oder vorne, oder? Ja. Auch, auch so eine. Ja, eine kleine. Oh, die sehe ich da drin. Kleine. Ja, ich hab die jetzt gerade nicht gesehen. Ja. Das war ein guter ich glaube, ich will auch mal angeln, ne? Das war recht. Wir haben auch früher gestanden, schon ein bisschen angeln gemacht. Ja? Mhm. Hast du die großen Lachsforellen? Das ist die zweite Markassieren. Was? Das ist die zweite Markassieren. Das ist eine 40 Euro Bahn, ey. Schön, Brian. Schön, Brian. Schön, Brian. Schön. Tut mir leid. Gut, dass ihr hier der Fisch dran, ey. Sag ich euch hier. Hast du noch genau richtig? Alles Taktik. Ich habe in einer halben Stunde Fisch geschäft, die Wille fängt Fisch und so auf. Und ich stehe hier mit Gäscher hier. Das ist schon gut. Führen hier zu, hier rüber. Also hier rüber. Das ist ein spannendes Fisch, die beide müssen drin sind. Ja, ja, warte ab, wenn dann beide losgehen. Ja, voll. Ich bin jetzt Kalesche hier. Ja, wo willst du denn haben? Ich fahr mir zu tief. Ich bin zu tief. Ich bin zu tief. Machst einen Anschlag dran. Aber ohne Widerhalt, ne? Ja, ja. Oh, einmal Kontakt. Dann nehmen wir nochmal. Einmal angestoßen. Einmal angestupft. Ja, ah, schon noch. Solange die Grundroute läuft, bleibe ich gut. Ich wollte ja nichts machen, bleib mir allein. Also ich habe Bisse von morgens direkt bis mittags auf Grund durchgehend. Sehr schön. Noch Foto machen, ja, schnell. Ja. Mach mal sauber, dann mach ich mal ein Foto. Auch wieder eine sehr, sehr schöne Lachsforelle im Drill. Ja, aber Power, ey. In den Koko. Nein, du spinnst wohl. Nein.
Du hast sie nicht mehr alle. Verstehst du? Nein. Ja, Katrin, wenn man Fisch vernünftig präsentieren will, gehört der Finger in den Po, Mexiko. Kühlbox voll. Lass es ziehen, Toni. Immer Dreck gelassen. Willi? Ja? Kühlbox voll. Ja, müssen wir mit Raum bei dir. Ich wachte hin und aus. Was war das denn? Hier hoch, Willi, ne? Hast du keine Rufen drin? Nein, nein, ja, die Grund liegt da hinten, in der Mitte. Also hier hoch. Hoch, hier. Nein, ich glaube nicht. Ich bin... Alles im grünen Bereich. Alles gut, Toni. Ja, das ist echt schön. Das war tot von Willi, der Cache, oder? Ja? Ja, kannst du nehmen. Ein bisschen größer. Also ich will uns den Boden, dann muss man einen schweren Spoon drauf holen. Nee, ja, das hatte ich ja schon. Vom Bach haben wir einen drauf. Ich bin jetzt nicht verachten müssen. Wo ich eben habe, ich bin in seine Oberfläche. Dann haben wir das den Boden eingestellt. Dann ist es gut. Auch die Forelle hat den Köder wieder ca. 70 cm auftreibend über Grund genommen. Hier ist die Toni. Sehr schön. Freunde. Wir haben den ganzen Kuhn, glaube ich. Von Köln? Nee, der ist vom... Ja, sehr schön. Katrin war morgens die einzigste, die auf Spoon Erfolg hatte. Bei mir lief es nicht viel mit Spoon, immer kurz anfasse, aber keine Hänger. Ja, vielleicht 2,2, 2,5. Komm mal rüber. Nein, lass mich nur drüber weg. Noch so runter. Hast du nicht richtig, ne? Ehrlich jetzt mal. Ja, was die für einen Alarm macht. War ja nicht ab. Nee. Nicht gut. Nee. Ab. Oh. Schöne Kerne. Oder? Nee, schöne Kerne. Ja, das passt leider zu dem, was ich eben gesagt habe. Die haben nur ganz spitz gebissen, wenn sie mal hängen geblieben sind, wirklich nur ganz, ganz knapp. Ja, 2,2 Gramm. Und wieder die Grundroute beim Toni. Man konnte schön sehen, wie der Ringbissanzeiger ein paar Mal hochschlug. Also die Forellen haben aufgrund keine Gefangenen gemacht und den Köder vernünftig geschluckt. Bist du noch da? Oh ja, hängt. Katrin? Ja? Was ist denn hier? Also hier drin, da ist eine goldene, ne? Da ist eine goldene, kann man nicht sehen. Da ist auch eine goldene. Da war eine helle Lachse gerade. Auch hier tatoni wieder aufgrund einer von den schönen Lachsforellen mit knapp 1,5, 1,7 Kilo erwischt. Wie
nicht wie wir eben hier fahren, von einem Pott mehr lassen. Nee, nee, es gibt auch eben kurz einen dran. Fährst du nur an. Wird man die Form vom Spulen gesetzt, ist ein Index drauf, der ein bisschen länger ist. Den hatte ich eben auch, aber vielleicht finden Sie den besser. Ja. Ja, ja. Muss nur schennen, ne? Manchmal ist es so, kaum ein bisschen rumgemeckert und zwei Sekunden später den Biss. Ja. Ja, ich hab drei Monate, ich hab angefangen gemacht. Ja, okay. Muss der Papa helfen, ne? Muss der Papa, der muss helfen. Ja. Toni hat die Forelle diesmal auf die Schleppboote bekommen mit Powerbait. Nachdem er zuvor einige Fehlbisse auch aufs Buhn bekommen hat, hat er sich gedacht, okay, umstellen, vielleicht nehmen sie den Powerbait besser. Und so war es dann auch. Das flexibel bleiben am Forellensee ist manchmal ganz wichtig. Wenn man als Allround-Angler an den See fährt und dann mehrere Methoden dabei hat, springt so schon mal die eine oder andere extra Forelle dabei raus. Und zack konnte Katrin wieder eine aufs Buhn erwischen. Gar nicht weit draußen, auch wieder 5-6 Meter vom Rand hat die Forelle den Spoon genommen. Und wieder die Grundroute vom Toni. Die kam entgegen, ne? Ja, ja, da schleppen die runter. Mhm. Ich Die Wolke, ja. Zu dem Zeitpunkt haben wir bestimmt 2/3 der gefangenen Fische alle auf Grund bekommen. Das ist ja alles nur eine.
Kaum dreht man sich rum, der nächste Biss auf Grund. Ja, zu dem Zeitpunkt war Katrins Schoolbox schon randvoll. Nee, Fundrute. Selbst die Forellen um ein Kilo rum, die guten Portionsforellen zwischen 500, 800 Gramm bis ein Kilo, die haben eine Kraft gehabt, wirklich Wahnsinn. Hast du gesehen? Oh, aber direkt hier vorne. Ja, war nicht weit weg. Weil man ging auch mit. Ich wollte eigentlich wechseln, aber da habe ich auch nicht gelaufen. Lade ich nicht. Fängt doch, Katrin. Fängt doch. Ja, das ist gerade ausgerufen. Ich glaube, die gleiche Höhe ist die Spannung. Ich hab gerade auch Platz gemacht. Na, siehst du? Und wir hängen dann Pony drinnen. Ja, kommt drin. Warte. Lass uns dann gar nichts. Ja, das war auch wieder so ein Fall. Katrins Forelle, die gebissen hat, zog nach rechts. Und Toni hatte zu dem Zeitpunkt, was er noch nicht weiß, auch eine auf Grund und die zog nach links. Beide Forellen haben gekreuzt und dadurch waren die Schnüre ein wenig vertüttelt. Da ist ein Fisch drin, dran. Das ist meine. Ich hab noch dran, ich bin noch am Drillen. Das ist eine Goldforelle, Toni. Das habe ich jetzt wieder mal. Da muss man immer ein Spungrute raus. Das ist Spannung drauf. Ja, das hat Spannung. Guck mal langsam. Da muss man ein Spungrute hier rauskriegen. Das ist gerade ausgeworfen. Haben wir jetzt drei Rüben drin? Was ist das?
Ich bin noch dabei, hier beim Willi, bitte. Mit jedem Kontakt, ne? Warte, guck mal, der Willi hängt doch bei mir drin, du Jack. Ja, mit jedem Kontakt, ne? Noch einer? Ja. Nee, das ist meine. Die auf Grund geht. Nee. Meine! Nein, seine noch? Ja, hier ist meine. Oh, seine. Ich kann hier auf den Grundfuße drauf. Ja, sag ich ja, du bist bei mir drin. Drin. Aber ich hab keinen dran. Doch, machst du nicht rein. Du bist ja ein bisschen dein Tiroler Hölzchen da. Immer den Mund in die Hand. Nee, was eine Aufregung, du herrlich. Ich glaube, ich bin angenommen mit einer Runde. Ach, der zweite Flügel. So, jetzt ist frei. Jetzt ist frei? Da muss ich Spitze vorne gucken, mit die Spitze vorne. Die ist noch dran, brauchst du keine Angst haben. Die hat den Flug genommen. Ich habe schon Hand gedrillt. Bei beiden haben Hand gedrillt. Ich dachte nämlich, das warum? Ihr macht mich fertig. Los? Ich tue für euch die Fische im Handgrill. Das ist gut. Die ist noch dran? Ja, ja. Das liefert bis Brezelbacken, eine nach der anderen, immer weiter. Ich wollte gerade sagen. Du wirst von dir, Katja. Bist du hier? Kein Ding, komm hier rüber. Ja, guck mal, sind wir mal froh, dass das eine kleine ist. Oh, ich auch Grundbiss. Auch Grundbiss. Hier ist was los. Hier ist was los. Will jetzt auch. Petri. Hier die Schlange ist gleich der Deckel auf von der Kühltruhe. Doppeldrill, Dreifachdrill. Der war jetzt ein Vierfachdrill, ne? Ja, ja. Ja. Läuft gut. Läuft gut, ne? Ja, die waren 4 Monate in Gefangenschaft. Wir haben jetzt. Wir haben Knast, ne? Aber schöne Fische sind voll. Da. Schön lange Fische, schön groß. Ja, ja, die sind Mondfische. Mondfische, ja. Ja. Schön. Und kampfstark, oder? Die geben ordentlich Gas. Ja. Format genug, das sage ich euch. Wir fragen, sind da nicht nochmal an. Hier sind Ochse. Hier können wir es einpacken. Ja, ich weiß hier ja nicht, ist das alt oder sind die neu? Da wisst ihr echt nicht. Ich habe eine tolle Lotte auf den. Hier drauf? Ja, aber richtig. Das gibt einen blauen Fleck. Hier konnte Toni auch wieder die nächste auf Powerbait erwischen. Toni hat eine. Thank you.
Der Fisch war der Beweis dafür, dass die Forellen wirklich Kohldampf hatten. Die Forelle ist von rechts nach links rüber geschwommen, hat zuvor Tonis Köder geschluckt und kurz danach Katrins Grundköder auch mit aufgenommen. Quasi eine Forelle, zwei Köder. Das gibt wieder schönen Tüttel. Steck mal hier hin, dann kannst du es auch passen. Ja, klar. Du Jäck. Warte, erstmal die hier, der Fisch. Genau, erstmal. Er handelt alles neben so. Was er einmal gebissen hat. Das ist vom süßen Schwarmkuchen, ne? Was? Vom süßen Schwarm. Ja, das bestimmt nicht. Ja, ich sag's nur. Mal bestimmt nicht noch. Ich war mal reingeworfen, ich war mal Wüste, hat das zu tun. Ja. Da kommen wir eben durcheinander. Da wurde jetzt das komische auf dem Wasser rumschwimmen. Da habe ich den hingeworfen, das war 50 Personen. Toni, du hast wirklich zweimal gebissen. Toni, die hängen beide im Haken drin. Dann halbe halbe. Das könnte ich zu dem machen. Hat sich ja noch nie gebissen. Da ich auf Spoon nur Fehlbisse bekam, habe ich dann Mirak 70 drauf gemacht. Damit sollte es direkt viel besser laufen. Da hast du mal voll drauf geballert. Ja, ich hab den Jungen nicht Spaß gebracht. Ja. Eine Szene. Szene Räuber. Bin die Bock ganz vorne. Nicht klein, aber hängt ganz vorne. Und immer wieder hier. An dem Tag hat auch die Bissfrequenz gepasst. Wir hatten ungelogen in den ersten 3-3,5 Stunden alle 5 bis 6 Minuten einen Fisch im Drill. Ist die Fische alle fortgefangen? Nein. Muss so schnell sein hier. Die Luft wird direkt raus. Hättest du sowas auch schon? Nein. Mach mal, ich komme auch. Und die nächste auf Gummi. Die sitzt ja wieder schon, wir können uns da verstehen. Die sind zwar nicht von vorne.
Aber ist mir auch recht. Ich will ihn reparieren. Alle Ufer nach. Ja? Mhm. 3-4 Meter, jetzt das zweite. Ich wusste, dass heute noch Forellen fangen, heute Morgen schon. Da hätte ich sogar noch meine Spielroute nicht geholt und raus, wenn ich das noch nicht sage. Weil ich lasse es dran, dann direkt hier vorne hin. Oh, bist. Fast eingeworfen. Immer noch der 70er Mirax. Ja, doch. Ich hab's auch noch extra stehen lassen. Ich hörte das gewesen zum Jörg und von Eddie zu üben, ne? Ja. Und nur von mir. Was wurde gesagt? Das ist ein relativ großer, was stimmt, dass man das Lachs dann anstört, aber es ist ein klein, ne? Ja, das habe ich eben auch die gehabt. Die hauen sich so weg, ne? Zum Teil. Oh, bis, weg hier vorne. Auch wieder auf Gummi. Oh, kleine Lachsgewelle, schön. Achtet mal drauf, wo Katrin hinwirft. Wir sind mit der Grundroute nach 2-2,5 Stunden ein bisschen weiter Richtung Mitte See rausgegangen. Nachdem der erste Ansturm rum war, nach ungefähr 2,5-3 Stunden, bin ich mit Katrin gerade zum Kaffee holen gegangen.
Toni, Hüter der Grundrouten im Einsatz. Abdrehen! Mein Riese! Komm! Ja, da wirkst du ein Trümmerteil, ihr lecker Funny! Das ist ohne Quatsch hier! Also, ich merke schon hier, wie das zieht hier. Ich muss die Bremse dort aufmachen. Geh mal weiter! Hey, wirklich hier. Hammerteil hier. Hey, Hammerteil. Hey, Hammerteil, Gatti. Das sieht nach Stör aus. Der ist am Fluppern. Ja, wirklich. Das ist drauf. Boah, ist das heiß! Ne, ohne Quatsch. Ja, ist das heiß. Hol ihn dir raus. Schau, was piepst denn hier? Das ist wieder Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? In der Mitte. Das sind alle, ja, was für eine. Liebchen. Ja. So, Katrin, Aufnahme läuft. Hier ist mir jetzt aufgefallen, dass ich heute Morgen leider nicht mit der Bodycam aufgenommen habe. Schon mal ein Brot in der Zeit, muss man die Zeit sinnvoll nutzen. Alles Taktik. Die Blasen alle da, das ist schwer. Fein klein. Die Falle muss ich unbedingt austauschen. Mhm. Ich war direkt in der Mitte, ne? Mhm. Sehr weit draußen. Mhm. Nur einen anderen Kessel holen. Der ist zu klein. Mhm. Spätestens bei den Fluchten war zu erkennen, dass es sich diesmal nicht um eine Forelle handelte, sondern eher um einen Stör oder Wels. Was ist ein Wels? Ein Wels. Mhm. Haben wir schon gedacht, weil der immer runtergeht. Was ist das denn? Afro-Wels. Mhm. Ne, kein Afro, ein Albino. Albino. Den, ich will den nicht anpacken, Billy. Mhm. Doch. Mhm. Und Küsschen. Ja, von wegen. Ja, will ich sehen. Du musst den rausholen. Du musst ja draußen bleiben. Mhm. Wer nimmt den von euch mit nach Hause? Ich nicht. Du, Toni? Wenn er keiner will, nimm ihn mit. Kannst haben. Der wurde vom Toni schön filetiert. Und einwandfrei ist ein schönes Filet übrig geblieben. Ich war zwei Nächte am Rhein für Welt. Da fange ich gerne. Hier mit Bienen, Mad und Teich. Ja. Ich hatte wieder ein Video, oder? Forellen, Welt. Da ist wieder einer der goldenen Tage, oder? Ja. Jawohl. Ach, Sau. Mach doch Müll. Schöne Schleim an der Schnur. Petri. Petri Katrin. Recht freundlich. Guck
Grunzen. Was ist denn hier für ein Schmier dran? Ballerschleim. Ich habe auch Biss auf Grund. Katrin, ich glaube, ich brauche meinen Kescher gleich wieder. Was ist das heißt? Nun hat ihr das Heft auch da? Ja. Da kommt dann durch. Forelle. Moin. Hallo. Lang nicht mehr gesehen, hallo. Alles gut? Ja. Oh, eine kleine, kleinste Fisch im See. Was sagt ihr denn angesetzt? Forellen. Was ist der rein? Schöne Forellen, Lachsforellen, schöne. Mein Mischbesatz. Ja, ja, Mischbesatz. Auch kleine dabei. Auch kleine dabei, aber schöne. Die großen, also die Lachsforellen haben so Kilo bis zwei, schöne. Noch Kadaver dran. Wie die gleiche rote Walla dran. Oh, Alter. Alter. Das kannst du nicht riechen, ne? Ich muss mir gleich die Hände desinfizieren. Ich weiß gar nicht, wie man mit dem Angelteig überhaupt umgehen kann. Mit dem Stinkezeug hier. Boah, kannst du keinem erzählen. Boah. Stinkt wie unser Zelt gekotzt, ne? Boah. Ja, ich kann kotzen, ne? Schon wieder? Richtig. Oh, Toni, jetzt fange ich sie hier. Guck da. Mit Crème de Paris. Nee, auftreibend. 20 cm. Nee, er liegt. Er hat sich gerade. Ja, nee, das habe ich schnell geändert. Jetzt kriegen die Würmer ein bisschen Luft in der Arsche deut. Dann meinst du, wie die gleich schwimmen? Weiter gehe ich gar nicht raus. Wir fahren jetzt eh runter. So, nu, die Finger stinken immer noch wie Scheiße. Wir können ja gleich mal fragen, ob er vielleicht Platz in der Kühlbox hat irgendwo bei sich. Dann haben wir schon mal eine leer. Mach ihn mit. Hä? Mach auch keinen Angst. Erster Tag ohne Fangbegrenzung, ab morgen mit Fangbegrenzung. Es war ein super Tag beim Sini. Wir haben nette Leute kennengelernt, die man vorher von Facebook schon kannte. Den Chris und seine Frau Elena, den Alfons mit seiner Frau. Katrin, Toni und ich können euch die Wallerstube Obersteinebach wärmstens empfehlen. Macht eine Reise hin, probiert euer Glück. Die Anlage hat Potenzial und wird wachsen. Bis dahin, macht es gut und tschüss.